haben den 4. Juli 2021 um 14.33 Uhr. Ja, wofür sind die Aufnahmen da? Nur mal ganz kurz, damit ihr wisst, warum ich die Aufnahmen mache. Weil ich einfach, wenn da wirklich Objekte 2000 km/h und noch mehr schneller fliegen, die kann man eventuell, wenn man bewusst hinguckt, sehen. Weil wenn man es abspielt, sieht man es ja auch. Bloß, wer hält schon den Kopf nach oben, um irgendwo am Himmel ein Objekt zu sehen? Ja, und wenn jetzt wirklich wieder ein Objekt da ist, umso besser. Ansonsten, das heißt also, die keine Ausdauer haben, für die ist der Film nicht. Ja, nur die, die eventuell mir nicht helfen und sagen, du Mario, so und so vierte Minute, ich versuche jetzt immer so um die 20 Minuten zu machen, weil 40 Minuten ist zu groß, da komme ich schon fast auf den Gigabyte. Ja, einfach mal unser Glück versuchen. Nun habe ich die Koordinaten nicht so, wie ich sie entspannen habe. Da weiß ich ganz genau, wo ich da hinhalten muss. Ja, müssen wir einfach auf gut Glück die Aufnahmen machen und dann mal sehen. Jetzt ist auch das Wetter gut, weil zwischendurch ein paar Wolken, damit die Kamera, die ich bin nicht hinterhergestiegen, wie man den Fokus, den Autofokus ausschaltet. Und wenn dann nämlich gar nichts am Himmel ist, dann schaltet die auf irgendwas, die Kamera. Und wenn dann ein Objekt langkommt, dann kriegt man das nicht festgehalten. Aber wenn jetzt Wolken, die sind also weit genug weg, ungefähr 2000 Meter Höhe und mehr wie jetzt von uns entfernt, also 3 oder 4 Kilometer weit. Ja, das heißt also, es ist eh auf unendlich. Und wenn jetzt eine Bewegung durch mehr wie 1000 km/h schnelle Objekte, ich denke mal 1000 km/h schnelle Objekte, die kann man nur sehen. Ja. Und wenn die nämlich in 10 Kilometer Höhe sind, dann krauchen die auch noch relativ langsam. Aber wie gesagt, was ich mal gefilmt habe, 2008 oder 2009, das schoss über die Wolken hinweg, also über den Wolken. Und ich gehe mal von aus, im Verhältnis gab es ja noch den Tegeler Flughafen in Betrieb. Wenn da die Maschinen, weiß ich nicht, so mit 400 km/h starten hier, dann sind die Dinger im Verhältnis zu den Objekten, die da ganz schnell über den Himmel gewitscht sind, fliegen. Also die Düsenjets krauchen dann wie Schnecken über den Himmel. Ja. Und deswegen gehe ich von aus, dass also mindestens 6000 km/h schnell die Dinger waren. Aber hat auch so bewölkt, ein bisschen mehr sogar. Weil ich wusste, wo ich hinhalten musste und habe ständig, weil ich auf der Wiese war, mit Stativ dann nachgeregelt. Und das war einmal zwei Hortons, wer weiß, Hortons sind Dreieckflügler, und dann nochmal drei Moment später. Und dann von West nach Ost. Ja, also das ist eigentlich der Versuch, nochmal so ein Objekt festzuhalten. Natürlich die Objekte, von denen Klaus Petersen spricht, zigarrenförmig, wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn ich mal so ein Teil vor der Linse kriege. So, nur so viel erklärt. Was hat man jetzt? 32, also oder 33, dann machen wir 53 Schluss. Ja. Das heißt also nur für die, die UFO-Jäger sind und das, was eben. Ja, also 2000 schnelle Flugzeuge. Das waren ja, wie gesagt, den Tag vielleicht eine Minute, anderthalb Minute, maximal 3 Minuten Unterschied. Wie gesagt, die Kamera hatte ich da nicht weiter bewegt. Entweder habe ich nicht aufgepasst, ich hätte die Aufzeichnung gleich auf DVD bannen sollen, oder aber irgendwie ist es gelöscht worden. Ich habe die Datei nie wieder gefunden. Na ja, gut, wenn man dann auch nicht die Minuten aufschreibt, an welcher Stelle ist, dann
20 Minuten oder 30 Minuten lange Filmteile, wer hat schon Lust, die durchzugucken? Und dann, wenn du immer dann dasselbe Wolkenmuster hast, ja, wo war es dann, nicht? Kann ja sein, dass die Aufnahme noch irgendwo rumschwirrt, auf meinen alten 80 GB Festplatten, nicht? Aber heute kriegst du schon USB-Stick, 60 GB, was willst du mit so einer alten Festplatte, nicht? Also wird neu versucht, hier mal den Himmel zu scannen. Ihr habt doch gesehen, ich habe noch den Zoom rausgenommen. Dann hatte ich aber jetzt wieder hier, weil er dann ein Reiter ist, hier den toten Ast vom Baum drinnen. Also ich habe hier jetzt gerade günstig die Wolkenstellung. Ja, und die Bewegung ist relativ langsam. Steht fast. Das ist nun natürlich mein Glück. Ja. Oh, und dann macht mal draus oder lasst es sein. Guckt euch andere Filme an. Ja. Guckt euch Lena Paul an, habt dann mehr Spaß. Und all die, die also das Spiel mitmachen und eventuell dann irgendwas finden und mir Bescheid geben, umso besser. Ja. Ja, die Streifen, die sehen wir ja am Himmel, wie langsam die Dinger über den Himmel ziehen. Und wie gesagt, da waren natürlich Wolkenlücken kleiner, also die Wolkendichte war größer den Tag. Aber zwischen zwei so einen Lücken, tschupp. Ja, und wenn hier so ein Streifenflieger ist, ja, der braucht, wenn so eine schmale Lücke ist, mindestens 5 Sekunden, um da durch. Aber hier die Raupenflieger, das war ein Wimpernschlag. Zack. Da habe ich gedacht, was war denn das? Und ich war einfach zu faul. Ich kann mich so ärgern, dass ich das nicht gleich festgehalten habe. Ja. Extra Verzeichnis, Vorsicht, nicht löschen. Irgendwas hätte ich machen müssen, nicht? Und dann hätte ich sofort, und wäre das Beste gewesen, natürlich einen Brenner vor. Und ja, und wenn es nur 400 MB gewesen wäre. Aber ey, da hätte ich wieder mal beweisen können, was fliegt alles am Himmel lang, nicht? Ja, ja, naja, durch den NSL-Forum. Ja, ich habe immer überlegt, Leute, wie man mal den Mond fotografieren kann, ja, mit einem Teleskop. Ja, ich weiß ja nicht, wo der Teleskop ist. Jetzt, wo der Enkel da ist, könnte er eher das Teleskop bekommen, nicht? Aber ich denke, das Ding ist noch da. Ah, ich bin schon, ich bin da. Ich bin da. So. Und da habe ich gedacht, auch Polar weg und dann machst du die Kamera, Fotoapparat und fotografierst. Ja, das war anstrengend mit dem Mond. Ja, so. Und dann fiel mir auf einmal ein, wie durch das NSL-Forum, Mond und so, der Mond ist besetzt und all so eine, wo ich gedacht habe, was für ein Schmarrn, die alles erzählen. Und Klaus Pedersen, abends, wenn man Feldstecher auf dem Berg ist, am Horizont, dann kann man UFOs sehen, nicht? Ja, ich habe so einen Feldstecher von Bekannten gehabt, habe ich immer noch. Ja. Und ich denke mal, der ist eigentlich in meinen Besitz übergegangen. Und dann habe ich mich da auf dem Rodeberg in Spandau gestellt und ich denke, ey, spinnt der Klaus Pedersen nicht? So, und dann muss ich dann... Kurz danach habe ich dann aufgrund auch wegen Klaus Pedersen, weil ich ihn auch wieder gesehen habe, erst bei Bernd Senf, das war 2006, ja, habe ich gesagt 2008, also war schon eine ganze Weile später, wo ich aber dann mit meiner alten VHS-Kamera, ja, also war nur mit so einer Kassette, also nicht mit Speicherstick, nicht? Und da habe ich mich auch auf den Berg gestellt, nicht? Und habe nach Norden kam ein Flieger rein mit einem Streifen, nicht? Und das Teil kennt er ja und wer wissen will, wo, mehr Adresse, alles Gute, 16@web.de und fragt nach und dann gebe ich euch Bescheid, wo ich das hochgeladen habe. Moment, bei mir mein neuer Rechner. Da ist irgendwie was schiefgelaufen. Jedenfalls der alte Eintrag bin ich nicht bei Facebook drin. Ja, ist auch gar nicht jetzt unter welchen Namen mit habe. Und ich habe auch jetzt auch keine Lust, in mein Eintragsbuch zu gucken. Ja, aber meinetwegen kann ich das ja auch die Sequenz neu hochladen. Hier. Ja, wenn ich sie nicht sogar hochgeladen habe. Ja, mein Ufer heißt der Film. Ja. Vielleicht ist ja irgendwo, hat das jemand kopiert und den Namen gelassen, dann könnt ihr das mal gucken.
Aber wie gesagt, was ja wesentlich ist, jemand aus dem NSL-Forum hat dann ein Jahr später, also erst hat man ja die Datei gesehen, wie da auch ziemlich schnell, ganz schön schnell, wie durch ein Bild schwebt, nicht? Halbe Sekunde. Und dann hat jemand das in 10, 12 Einzelbilder zerlegt und dann mit einem Farbfilter. Und wenn man diese Einzelbilder dann mit einem hier, Schreibprogramm kann man ja so, wie sagt man, vorführen, nicht? Die Bilder hintereinander laufen lässt, sieht man hauchdünn das Energiemuster, der Tornado, der über der Scheibe tanzt. Ja? Und genau das hat aber der Dr. Steuer ja immer wieder erklärt, dass ein Tornado, ein Energiekegel, der den Brennpunkt erzeugt, den Gravitationsbrennpunkt, durch die Rotation entsteht und dann fließt der Energiewirbel nach unten ab, dadurch entsteht nämlich der Tornado und der Gravitationskraft dann des Tornados treibt die Scheibe an, das heißt also die Scheibe wird schneller und irgendwann braucht die Scheibe nämlich nicht mehr anzutreiben mit dem Motor, sondern weil die dann im Prinzip durch den Brennpunkt und den Tornado angetrieben wird. Ja, und irgendwann, das schaukelt sich hoch, ist eigentlich eine Wärmepumpe, schaukelt sich das hoch und dann wird der Gravitationsbrennpunkt so stark, dass alles, was da drunter ist, angehoben wird. Und damit kommen die Dinger dann zu fliegen. Ist so einfach. Ja? Und die Hortenflieger, denke ich, da ist in den Tragflächen links und rechts, ist da hier der Chatti, glaube ich, heißt der. Oder Chatti, weiß ich nicht, das Gravitationsbuch oder wie das heißt. Der sagt, ab 90 cm Stahlscheibe kann ich diesen Effekt erzeugen, dass der Gravitationsbrennpunkt so stark wird, dass er die Scheibe hochhebt. Ja? Und wenn das auf der Motorachse war, die Kräfte sind so stark, das schert dann von der Achse ab die Scheibe. So, und Klaus Pelan hat gesagt, so wie ein Elektromessgerät, also hier Stromzähler, da ist ja dann ein Magnet U-förmig um die Scheibe rum. Und da sollte man dann Dreie postieren. Und dann meint Klaus Pelan, kann man also ohne Mechanik, also ohne Achse, so eine Scheibe auch zum Rotieren bringen. Ja, da habe ich dann also auch keinen mechanischen Abrieb irgendwo. Ja, weder, ja, weil ja die Spuren sind ja dann stabil. Da habe ich dann keine mechanische Komponente, sondern nur eben die Magnetfeldlinien der U-Magneten, richtig? Und irgendwann brauche ich den Strom der Magneten nicht mehr, weil dann mir sagt, der Teil durch die Tornadophysik angetrieben wird. Ja, nur so viel, ja, nur halt ein bisschen mehr Zeit investiert. Ja, mal sehen. Wieder ein Impftoter, ja. Ja. Gestern schon waren wir irgendwo unterwegs und haben dort gesessen und da ist ein Krankenwagen nach dem anderen gefahren und da meinte einer dann, ja, schon wieder ein Impftoter. Ja, konnte ich mir jetzt nicht mehr helfen. Ja, wir haben alle Techniken dieser Welt, die werden unterdrückt. Und die, die es unterdrücken, die treiben uns im Selbstmord. Also lassen wir mal sein, müssen wir mal sehen. Und sowieso gleich 53 Minuten. Ja, und ihr seht, die Bewegung ist sehr langsam. Dann werden wir mal, nee, da habe ich ja diesen Schwein mal lieber diesen Ast hier am Weg. Ja, dann müssen wir das jetzt erstmal so lassen. Oder aber wir können ein bisschen höher stellen. Richtig, damit wir. Geht ja darum, natürlich bin ich dann vielleicht nicht in der Linie, hier, der andere hier aus Neuseeland, der Pilot, der hat ja gesagt, dass es Feldlinien gibt und die sind, glaube ich, 43 Kilometer auseinander. Richtig als Schachbrettmuster. Und auf diesen Energielinien, da können dann die Flugscheiben noch Energie beziehen, wie auch immer. Und deswegen muss man eigentlich in dem Raster sein. Aber was nützt mir das Raster, wenn ich jetzt auf der Linie bin und genau auf der Linie hängt dann so ein Wolkenblock. Ja, also habe ich jetzt ein bisschen nachgestellt.
ich weiß ja nicht, wo hier die Linie ist und vielleicht hat er Glück. Sehr naiv ist er von mir, ist egal. Ist egal. Ah, hier ist ja beim Bereichern Disco angesagt. Ja, damit ihr mal wisst, warum hier der komische Geschwabbel rüberkommt. Und vielleicht schaffe ich es ja noch. Nee. Hatte ich ja vorhin schon mal gemacht. Nee, lass mal rein. Ich habe nämlich angefangen und habe runtergeguckt. Und zwei, die ich kenne. Nee, lass mal. Ich muss nicht jetzt hier. Es ist nämlich Sommer und ich habe nur meine schwarze Hose an. Kurze Hose. Ich kann mich ja mal irgendwann blicken lassen, wenn ich das Gewicht noch weiter runtergekriegt habe. Ah, übrigens, wer Gewicht abnehmen will, ja, wenn also Frauen noch so lange geguckt haben, nicht? Wenn ihr abnehmen wollt und innerhalb Berlins und Randgebiet S-Bahn-mäßig, bin ich gern bereit, euch zu zeigen, wie man wirklich abnehmen kann. Ich habe seit 15 Jahren ungefähr, ja, seit 15 Jahren um die 80 Kilo. Jetzt habe ich auch gelesen, irgendwie im Internet, dass irgendein Hormon nicht mehr gebildet wird und dann nimmt man zu. Aber wenn man sich ernährt, um unsterblich zu sein, dann kann der Körper wohl diese Stoffe wieder bilden und zumindest mein Gürtel habe ich schon eine Position enger schneiden können. Aber weil ich ja immer wieder nette Leute habe und auch da ist ich dann wieder, ich sag mal Müll, sag ich immer dazu. Aber geht. Und zwar, wenn ich unterwegs bin und dann da sitze, dann wird Chinakohl gegessen und Gurke. Dann habe ich ein paar Mandeln bei, ein bisschen Walnüsse. Ja, und meine Getränke, natürlich kein Bier. Bier mag ich sowieso nicht. Wenn hochkommt im Jahr, trinke ich 10 Bier. Ja, bei dem den Schwiegervater stand abends immer ein halber Liter Berliner. Ja. Ja, ein Kerl musste trinken, nicht? Ja. Dadurch habe ich mir ein bisschen den Geschmack des Biers angenommen. Also vorher habe ich Bier, ja, Bier. Im Herbst, wie heißt denn das denn? Was so süß ist. Schwarzbier, ja. Wenn das richtig süß ist, ja. Bockbier. Ja. Da würde ich mal öfters mal was trinken. Aber da habe ich, glaube ich, auch mal so viel getrunken, dass ich so ja besoffen war. Ja, weil es einfach süß ist, aber es ist nicht jedes Jahr süß, das Bockbier. Aber hier wird man mal, ob das Schultheiß ist oder Berliner oder Kindel. Ja, zum Hähnchen kann man das essen. Aber wir sind ja darauf eigentlich nur gekommen mit dem Abnehmen. Ja, wer also erfolgreich abnehmen will, ich denke, egal, ob wir unsterblich sind, aber wenn man sich der Nahrung annähert, die eben einen gesunder hält, um eben unsterblich zu werden. Und so, wenn ich nach 15 Jahren mein Gewicht ein bisschen runterhebe, ja, vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr oder wann das war, kam eine, die vom Sehen her noch nicht mal mich erinnern konnte, die aber in unserer Truppe ein oder zweimal war. Und die will mir erzählen, ich habe gerade auf der Waage gesehen, dass ich zugenommen habe. 88, ich bin auf 90 zugegangen mit dem ich nicht. Oh, toll, sieht ja gut aus, hast abgenommen. Also, naja. Da erspare ich mir den Kommentar, in welchen Bereich solche Psychopathen auftauchen. Ein paar Minuten haben wir noch. Ja, können wir machen.
Wir haben sowieso mehr Wolken wie freien Himmel. Okidoki, wie immer, euer Mario.